Kennen Sie das? Ihr QM-System ist statisch und stiftet kaum Nutzen für Ihren Alltag? Es gibt eine große Differenz zwischen Ihrer Management-Systemdokumentation und der Realität? Oder bietet das bestehende QM-System keine schnelle und einfache Möglichkeit, Erfahrungen oder Verbesserungsvorschläge einzubringen? Als Qualitätsmanager sind Sie es leid, dass Ihre Kollegen QM als lästige Pflicht empfinden, sich nicht mit dem Management-System auseinandersetzen, geschweige denn sich beteiligen? Sie möchten nicht mehr der Prozesssekretär Ihrer Kollegen sein, sondern das QM-System im gesamten Unternehmen zum Leben erwecken? Dann ist das QWiki genau die richtige Lösung für Sie. Mit QWiki machen Sie die Betroffenen zu begeisterten Beteiligten. Jeder Mitarbeiter bringt auf einfachste Art und Weise seine Korrekturen, Erfahrungswerte und Verbesserungsvorschläge unmittelbar in die Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen ein. Die Partizipation stärkt die Identifikation mit den Vorgaben im Unternehmen und fördert die Akzeptanz des Managementsystems. Außerdem werden statische Prozessbeschreibungen durch den Wiki-Ansatz zu lebendigen Best Practices und stiften für alle Mitarbeiter einen persönlichen Nutzen als prozessorientierte Wissensplattform. Ein frei konfigurierbarer Freigabe-Workflow stellt trotz des partizipativen Ansatzes Verlässlichkeit sicher und verhindert Wildwuchs, also volle Kontrolle bei maximaler Partizipation. Mit QWiki geben Sie Ihrem Unternehmen eine klare Struktur, in der sich Ihre Mitarbeiter wiederfinden und sich aktiv beteiligen können. Durch eine visualisierte Prozesslandkarte navigieren Sie sich intuitiv durch die Prozesse bis in eine beliebige Detailtiefe. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind Teamleiter in der Personalabteilung und ein neuer Mitarbeiter soll eingestellt werden. Anstatt den Bewerber direkt zum Bewerbungsgespräch einzuladen, wird neuerdings vorher ein Telefoninterview durchgeführt. Um Ihre Kollegen über die Prozessänderung zu informieren, starten Sie eine Diskussion. Damit wird technisch eine Kopie des freigegebenen Standes erstellt, sodass zu keiner Zeit der freigegebene Stand editiert werden kann. In dieser Kopie bearbeiten Sie, wie Sie es aus Microsoft Office gewöhnt sind, anwenderfreundlich, einfach und intuitiv. Außerdem verlinken Sie problemlos innerhalb des QWikis, dank Vorschlägen von bereits vorhandenem wie der Arbeitsanweisung Telefonkonferenz starten. Selbstverständlich können Sie auch Links ins Internet, Intranet oder zum Beispiel auf eine SAP-Transaktionsmaske setzen. Auch Vorlagen in sämtlichen Formaten wie zum Beispiel Excel, PowerPoint oder PDF lassen sich spielend leicht verlinken. QWiki bietet Ihnen zudem die einzigartige Möglichkeit, Flussdiagramme direkt im System zu modellieren, ohne dass Sie dafür Visio oder andere Fremdsysteme benötigen. Damit schaffen Sie Übersichtlichkeit, erkennen Schnittstellenrisiken und entdecken auf einen Blick Optimierungspotenziale. Auch hier ändern Sie spielend leicht die Abläufe, löschen oder kreieren Neues, wie den Schritt des Vorgesprächs mit dem Bewerber. Haben Sie alle Änderungen eingebracht? Hinterlassen Sie Ihrem Datenschutzbeauftragten einen Kommentar. Die Kommentarfunktion ermöglicht Ihnen somit aktiv mit Kollegen zusammenzuarbeiten, bis alle Änderungen eingebracht sind und Sie um Freigabe beim inhaltlich Verantwortlichen bitten. Ulf Personal ist in diesem Fall für den Prozess inhaltlich verantwortlich und führt die erste Freigabestufe durch. Er wird über den Vorgang auf seiner persönlichen Seite und optional auch per E-Mail benachrichtigt. Ulf kann sich nun einen Vergleich mit dem freigegebenen Stand anzeigen lassen, um auf einen Blick alle Änderungen zu sehen. Je nach Qualität der Änderungen kann Ulf die Diskussion nun verwerfen, um weitere Überarbeitung bitten oder die Seite inhaltlich freigeben. Nach der inhaltlichen Freigabe folgt die formale Freigabe, meist durch die QM-Abteilung. Erteilt Peter Qualität nun die formale Freigabe, werden automatisch im Dokumentenkopf die Version und das Freigabedatum aktualisiert. Im Hintergrund steht die komplette Änderungshistorie zur Verfügung. Ältere Versionen können angesehen, verglichen und auch wiederhergestellt werden. Die Dokumentenlenkung ist im QWiki somit zu 100% automatisiert. Arbeiten Sie kollaborativ an Ihrem QM-System und reduzieren Sie Schnittstellenverluste durch abteilungsübergreifende Dokumentation und Kommunikation. Durch den partizipativen Ansatz steigt die Identifikation mit den Vorgaben im Unternehmen und das Managementsystem wird natürlicher Bestandteil des Alltags aller Mitarbeiter. Prozesse werden durch den Wiki-Ansatz dezentral mit Wissen angereichert und somit zur wertvollen, prozessorientierten Wissensplattform für alle Mitarbeiter. Sie erhalten ein wirksames Führungsinstrument auf Basis einer stets aktuellen Planungsgrundlage, egal ob Sie systematisch die Qualität verbessern, Prozesse digitalisieren, Durchlaufzeiten verkürzen oder Prozesskosten reduzieren möchten. Und nicht zuletzt, der QMB wird vom Autor zum Organisationsentwickler und Moderator. Durch QWiki erwacht Ihr QM-System zum Leben.